Christian Holzknecht, allgemein bekannt als Fotograf, der auch schon für den Playboy tätig war. Du hast jetzt vor kurzem wieder Miriam Höller getroffen, mit der du schon vor einigen Jahren im Playboy zusammen geschafft hast und dir die letzten Monate, also das letzte Jahr ja eigentlich relativ viel mitgemacht hat mit dem Tod von ihrem Freund. Was war eigentlich der Grund für das Fotoshooting? Wie ist es dazu gekommen? Also Miriam und ich, wir sind logischerweise, sie dazu mal, wo ich sie fürs Playboy fotografiert habe, wirklich gut befreundet und irgendwo immer im Kontakt. Sie war auch dabei, wo sie der Hannes auch kennengelernt hat und habe irgendwie dadurch von Anfang an, wenn man so sagen will, auch das immer mit beobachtet und war immer mit dabei. Ich habe sie auch mal in Las Vegas beim Red Bull Air Race getroffen, beide zusammen, und habe dadurch auch wirklich ein bisschen einen Einblick gehabt in dieses ganze Thema. Und es stimmt, es ist eine absolute Tragödie für sie, und sie hat sich ja kurz davor auch noch sich beide Beine gebrochen, und damit hat man wirklich einmal gesehen, wie manche Menschen geprüft werden. Nur für mich war natürlich klar, ich mit meiner positiven Einstellung zu alles, was ist, ist so, wie sie soll, habe einfach auch gewusst, das wird für sie ein ganz prägendes und aber in dem Sinne auch wertvolles weiter sein sie. Und ich habe sie jetzt unlängst getroffen gehabt bei der 45 Jahre Playboy-Feier in München, da war sie aber auch eingeladen und ich auch, und dann haben wir kurz geredet, und das war für sie der erste öffentliche Auftritt wieder nach dem Tod von Hannes. Und ich habe sie dort angesprochen, ich habe da ein Projekt quasi im nebenher laufen gehabt, wo ich Prominente porträtiere, also im Sinne von, ich mache nicht ein Bild, sondern ich mache vier Bilder, weil ich drauf gekommen bin, dass durch ein Bild sehen die Menschen immer nur einen Moment und haben einen Verdacht vielleicht, wie der Mensch ist, aber wenn du vier Bilder zeigst, dann kriegen sie sowas wie einen Rahmen, dann kriegen sie einen Begriff von diesem Mensch in der Emotionalität. Und da habe ich unter anderem schon der Reinhold Messner mit denen oder der Jumbo Schreiner und einfach ein paar von den Leuten, die mich interessiert haben. Und das habe ich der Miriam angeboten. Und sie hat zuerst nein gesagt, also aus zwei Gründen, weil er das ein bisschen zu ungeschminkt war, das war zu wenig, weil das ist komplett unretuschiert und relativ hart im Licht. Und das Zweite war, dass sie einfach nicht bereit war, sozusagen mit dieser Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit jetzt nach außen zu gehen. In ihrem Kopf war es aber dann schon drin. Also nachdem ich gesagt habe, doch, ich würde das gern mit dir machen und ich glaube, dass du das auch gern haben würdest, zum mal schauen, wie und was tut sich dort. Und das hat dann nicht lange gedauert, dass wir noch einmal darüber geredet haben und sie das quasi dann doch einlösen wollte und gesagt hat, okay, let's try. Und im Zuge denn dieses Fotoshootings, das war dann im Stubaital, wo sie zufällig gerade auf einem Dreh war, einem Werbevideodreh, haben wir lange davor geredet gehabt, und ich habe auch schon gemerkt, dass es für sie genau der richtige Zeitpunkt war. Sie war irgendwo schon klar im Kopf, dass sie nicht mehr das arschwackelnde Model, die sich auszieht, sie will. Auch nicht mehr eben diese Ex-Freundin oder verwitwete Freundin vom Hannes Arch, sondern sie hat einfach gespürt, ihre eigene Wahrhaftigkeit ist jetzt wieder zit, dass sie an die Öffentlichkeit kommt und im Zuge dessen gleich in dieser erwachseneren Form. Und da war das einfach perfekt. Und dafür waren auch die Art von Fotos perfekt. Und beim Fotoshooting selber, das war richtig krass, weil sie sich tatsächlich extrem gut hat können darauf einlassen. Es hat einfach genau passt. Es hat für sie perfekt passt. Es war der richtige Zeitpunkt. Es war laut lachend bis wirklich Tränen in den Augen, bis richtig tiefe Traurigkeit, war alles da. Und es ist nur ehrlich gewesen. Es ist so, dass die Miriam, wo sie danach am Laptop das sich angeschaut hat, sich zurückgelohnt hat, wieder mit Tränen in den Augen und gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich sehe mich jetzt zum ersten Mal, so wie ich wirklich bin.